Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder in der Roblox City unterwegs und heute werden wir uns mal als Räuber bewerben oder ja, wir werden mal ein paar Geschäfte auf jeden Fall ausrauben. Ich hätte gesagt, wir gehen auf jeden Fall schon mal rein. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal das ganze Setup, mit dem gehackt wird. Interessant, interessant. Ich hätte gesagt, wir gehen mal hier drauf. Wir bekommen auf jeden Fall gar keinen Stundenlohn. $150 Bonuszahlung pro Raub. Interessant. Ich hätte gesagt, wir starten. Pistole haben wir auch schon, Leute. Also, wir können, wie es aussieht, überall jetzt hier Verbrechen machen. Bei einer Tankstelle oder so, wo wir wollen. Ach und ja, weil das auch oft in die Kommentare geschrieben worden ist, warum wir jetzt keine, also warum ich das letzte Mal die Abstimmung nicht reingemacht habe, lag einfach daran, YouTube hat die Abstimmung blockiert. Also wie es aussieht, gibt es keine Abstimmungen mehr. Finde ich irgendwie traurig, weil ja, ich hätte gerne Abstimmungen noch machen wollen, aber wie es aussieht, sind die für alle YouTuber blockiert oder halt im Prinzip einfach abgestellt. Oder ist es einfach nur bei mir so, aber ich glaube es bei allen YouTubern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein ganzes Geld. Oh shit, Polizei wurde alarmiert, Leute. Polizei wurde alarmiert. Jetzt? Können wir jetzt einfach gehen? Aus. Leute, schnell. Rennen, rennen, rennen. Aber ich habe doch jetzt... Hey, warum komme ich denn kein Geld? Ja, hat der Raub nicht funktioniert? Der Raub muss doch funktioniert haben. Wir haben ja im Prinzip auch keinen Polizisten, also können wir perfekt einfach den Raub machen. Ja, haben wir jetzt das Geld? Ja, im Prinzip schon. Es ist schon ein bisschen unlogisch, warum wir kein Geld bekommen. War das gerade die Polizei? Na, das ist ja belastend, wenn ich das wirklich gerade. Aber es ist ja keiner Polizist momentan, also deswegen glaube ich das jetzt nicht. Ich krieg zwar Erfahrungspunkte, aber die haben irgendwie kein Geld. Da müssen wir woanders hingehen. Hätte ich gesagt, ab in den Supermarkt, Leute. Supermarkt, da gibt es immer Geld, da gehen die Leute einkaufen, das läuft und es lohnt sich auch. Also für Supermarkt. Polizeialarmierung bringt halt eh einfach gar nichts, weil wir haben halt keine Polizei. Also ja gut, aber wenigstens haben wir Geld, Leute. Ich hoffe, wir bekommen jetzt endlich mal langsam Geld. Warum bekommen wir kein Geld? Das ist halt das Unlogische. Wenn ich jetzt auf Schicht beenden gehe? Ja, das war's dann. Dann hätte ich gesagt, machen wir auch nochmal, was gibt's denn noch?